Liebe Zuschauer, eine neue Ausgabe des Regio Chats, unser Talk-Magazin bei TV Mittelrhein und WWTV. Und es ist ja gute alte Tradition geworden, dass wir alle paar Wochen mal reinschauen in die gute Stube der Stadt Koblenz zum obersten Stadtchef und mit ihm besprechen, was sich in Koblenz tut. Das tun wir auch heute wieder, kurz vor der Sommerpause, wobei eigentlich dauert es noch ein paar Wochen, aber irgendwie fühlt es sich an wie schon kurz vor den Ferien. Ich sage Hallo zu David Langner. Hallo Herr Schmellenkamp, ich grüße Sie. Grüße Sie. Ist denn schon irgendwie Sommervorfreude da, Sommerlaune da, jetzt nachdem sich Corona ja ein bisschen entspannt und die Zahlen in Koblenz ja ganz gut aussehen? Oder ist da, naja, irgendwie noch Ruhe vor dem Sturm? Wie würden Sie es beschreiben? Na, ich glaube, wir haben hier im Rathaus zumindest noch einige Termine und Tage vor uns. Noch zwei Ratssitzungen stehen an, da ist noch einiges auf der Tagesordnung. Und der Sommer ist ja eigentlich erst so seit ein paar Tagen da, so richtig warm ist es ja noch nicht geworden oder wird es jetzt erst. Also von daher ist noch ein bisschen Luft nach oben für den Sommer. Wenn wir die Schlagzeilen so der letzten Tage mal anschauen, die gehen wir ja immer so ein bisschen durch, wir beide, die Themen des Tages oder die Themen des Monats. Kampf gegen Autoposer in Koblenz, ja, da fragen sich bestimmt noch manche, was sind denn Autoposer, während Sie natürlich schon den Kampf ja hoffen, gewonnen zu haben, oder? Wie ist denn der Stand der Dinge und worum geht es in dem ganzen Kampf? Ja, wir haben einfach in den letzten Wochen beobachtet, dass vermehrt Personen mit ihren Autos in der Altstadt, in der Innenstadt unterwegs waren, um ihre Autos zu präsentieren, der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Und deswegen haben wir mit Rücksprache mit der Polizei dann am vergangenen Wochenende schon entschieden, die Autos aus der Altstadt herauszuhalten. Und das werden wir auch für dieses kommende Wochenende vorsehen. Da könnte man sagen, Koblenz hat drastisch reagiert. Ist das so ein Fall, wo der Oberbürgermeister auch sagt, jetzt reicht's mir, jetzt, keine Ahnung, greife ich durch, jetzt wird das so und so gemacht? Oder, naja, wie hat sich das hingezogen sozusagen, da zu reagieren? Denn bieten lassen konnte man sich das ja nicht auf Dauer. Nein, wir müssen einfach da einen Interessensausgleich herstellen. Es gibt die Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt, es gibt diejenigen, die nach Koblenz kommen wollen und auch hier feiern wollen. Und das sind letztlich beides berechtigte Interessen. Aber man muss natürlich bei denjenigen, die es übertreiben, und bei der Autoposer-Szene hatten wir dort den Eindruck, müssen wir dann Einhalt gebieten. Und da muss man immer den richtigen Weg, das Mittelmaß dann auch finden, das richtige Maß finden. Und wir hoffen sehr, dass wir deutlich gemacht haben, dass wir uns das eben auf Dauer in Koblenz nicht bieten lassen, ohne dass wir natürlich jetzt dauerhaft dort den Autoverkehr aus dem Innenstadt-Altstadt-Bereich heraushalten können oder wollen. Ich denke, das ist so eine der Reaktionen, wo es eine ganz breite Zustimmung gibt, stelle ich mir zumindest vor, ne, für die Handlung oder das Handeln des Stadtoberhauptes oder der Stadtverwaltung. Das ist ja nicht in der Tat kein Protest, ja. Das ist ja nicht immer so, ne? Bei Corona war es ein bisschen holpriger, aber dennoch gab es ja da auch eine relativ harte Hand von der Stadt Koblenz. Würden Sie denn sagen, wir haben das Schlimmste jetzt im Moment hinter uns? Oder was ja auch nicht wenige sagen, naja, mal abwarten, der Sommer mag Entspannung bringen, aber wer weiß, was mit neuen Mutationen passiert und wer weiß, was im Herbst passiert. Also ist der Moment Entspannung angesagt bei Ihnen im Hirn sozusagen in diesem Punkt Corona oder sind Sie vorsichtig nach wie vor? Naja, ich bin wachsam, glaube ich, oder wir sind es alle hier auch im Rathaus, weil wir ja mit jeder Lockerung auch wieder ein weiteres Risiko eingehen. Wir sehen uns alle nach diesen Lockerungen, das geht mir ja genauso wie vielen anderen Menschen auch. Wir freuen uns einfach, wieder Freunde treffen zu können, auch Familienangehörige wieder treffen zu können. Natürlich ist das Impfgeschehen positiv zu bewerten. Aber wir sehen ja auch in anderen Ländern, zum Beispiel England, dass dort Lockerungen dann auch verschoben werden, obwohl das Impfgeschehen dort ja auch weit vorangeschritten ist. Also bedachtsam weiter unterwegs sein und auf alles gefasst sein, was auch eventuell wieder an Rücknahme von Lockerungen notwendig sein muss. Jetzt gibt es eine neue große Werbekampagne, die schönsten Ecken der Region, die schönsten Ecken von Koblenz. Was versprechen Sie sich davon und gibt es schon erste Reaktionen? Gibt es schon eine Ankurbelung des Tourismus, der irgendwie zu spüren ist? Tut sich da schon was? Also wir sind ja vom letzten Jahr erfolgsverwöhnt. Da hatten wir eine ähnliche Kampagne geschaltet. Und dort hatten wir ja einen sehr großen Zuwachs an Gästezahlen in den betroffenen Monaten. Im September des letzten Jahres waren die Werte sogar höher als im Jahr vor der Pandemie, also 2019. Das war ein richtig toller Erfolg. Und jetzt erleben wir ja beispielsweise, dass in der Innenstadt schon sehr, sehr viel los ist.
Und das hoffen wir natürlich auch auf die Übernachtungsgäste ausweiten zu können. Und da gibt es schon auch positive Reaktionen. Aber wir werden letztlich die Analyse darüber, wie viele Menschen dann wirklich hier übernachtet haben, auch dann wieder erst im nächsten Jahr haben, wenn die statistischen Daten ausgewertet worden sind. Und vor allem auch die wirtschaftliche Analyse. Wir hatten ja in unserem letzten Gespräch gesagt, das wird für die Hotellerie und vor allem auch für die Gastronomie eine ganz bittere Geschichte. Gibt es da mittlerweile eine Art von Entwarnung? Gibt es schon Kompensationsentwicklungen, die ja irgendwie versprechen, dass da vieles aufgeholt werden kann? Oder liegt die Szene wirklich, die Gastronomie-Szene, die Hotellerie-Szene am Boden in Koblenz? Also ich glaube, momentan ist einfach eine große Erleichterung zu spüren, dass man wieder öffnen darf, dass man wieder Gäste empfangen darf. Alle freuen sich, dass sie da wieder unterwegs sein können. Und wie sich das wirtschaftlich dann auszahlt, was kompensiert werden kann, ich glaube, das ist dann auch immer auf eine etwas längere Sicht zu sehen, wie es wirtschaftlich dann einfach für die betroffenen Unternehmen aussieht. Und was auch die Steuern betrifft, was die Finanzsituation der Stadt Koblenz betrifft. Ne? Das ist ja auch etwas, denke ich, was Sie mit Sorge irgendwie nach wie vor, naja, genau, befassen das ist lässt, oder? Wobei wir natürlich ehrlicherweise, was die Gewerbesteuer anbelangt, in Koblenz auch unabhängiger sind von diesen Branchen, sodass wir insgesamt eigentlich da eine sehr positive Entwicklung auch hatten, auch im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Das ist eigentlich ganz, ganz vielversprechend, was wir da an Zahlen momentan haben. Aber das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass es einzelne Unternehmen, gerade in der im Einzelhandel, in der Gastronomie oder in der Hotellerie gibt, die sicherlich wirtschaftlich zu knabbern haben. Gehen wir die Themen nochmal durch. Wie gesagt, eine weitere positive Nachricht kam dieser Tage herein. Private Cusanus Hochschule zieht nach Koblenz, ein neuer Standort im Dreikönigin-Haus. Ja, ich denke, das ist eine 1:1 positive Nachricht, oder? Das belebt natürlich den Hochschulstandort Koblenz, der ja insgesamt in einer tollen Entwicklung ist, mit der Eigenständigkeit der Universität von Landau getrennt. Da laufen wir die Vorbereitungen und ich hoffe natürlich auch sehr, dass mit der neuen Landesregierung dort auch entsprechende Impulse für Koblenz entsendet werden. Und das Zweite ist natürlich jetzt mit einer neuen Hochschule, kleineren Hochschule, aber mit sicherlich sehr interessantem Inhalt, die den Wissenschaftsstandort Koblenz ohne Frage stärkt. Und ich freue mich da auf einen guten Dialog, auf einen guten Austausch. Den hat es mit meiner Person auch schon gegeben, aber den werden wir natürlich jetzt auch unter den Hochschulen weiterentwickeln und weiter fortführen. Also eine neue Hochschule, die aus Bernkastel-Kues nach Koblenz zieht. Der Präsident heißt Reinhard Loske und der hat schon angekündigt, dass er mehr mit Unternehmen kooperieren möchte aus der Region. Das ist ja auch eine positive Nachricht eigentlich, oder? Absolut. Ich meine, das ist ja einer der wesentlichen Inhalte dieser Hochschulen, dass man sich über die Gedanken macht, über das Unternehmensmanagement, welche Kriterien daran angelegt werden. Und insofern bin ich sehr gespannt auf die vielen jungen Menschen auch, die im Rahmen dieser Hochschulverlagerung hier nach Koblenz, auch nach Koblenz kommen werden, weil sie immer auch das Leben in Koblenz ohne Frage bereichern werden. Da müssen wir noch kurz auf die Uni zu sprechen kommen. Wie geht es mit der Uni Koblenz weiter? Wir haben das öfter schon gemeinsam besprochen. Gibt es neue Erkenntnisse? 2023 soll die Uni Koblenz ja eigenständig werden. Aber man muss sagen, rund um die Trennung gibt es auch viele Sorgen und Probleme, oder? Ja, wie gesagt, es muss natürlich auch die entsprechende finanzielle Unterstützung seitens des Landes erfolgen. Gerade diese Woche nochmal ein Gespräch auch mit der Hochschulleitung hier vor Ort in Koblenz, wo es einfach um den Standort geht und die Frage, was kann die Stadt Koblenz unterstützend leisten. Ich bin mit dem neuen Wissenschaftsminister Clemens Hoch im Gespräch bereits. Der kommt ja hier aus der Region, aus Andernach, also insofern jemand, der die Region gut kennt und der mit Sicherheit auch ein Herz für diese Region hat und für diese Universität. Und da gehe ich davon aus, dass eine gute Grundlage ist, dass diese eigenständige Universität Koblenz das Profil entwickeln kann, was sie auch braucht, um eben national, aber auch international zu bestehen. Denn das ist letztlich ja auch der Anspruch. Eine Universität muss eine gewisse Reputation haben, sie muss eine gewisse Bandbreite entwickeln.
Und durch die Trennung von Landau geht natürlich das ein oder andere auch verloren. Das müssen wir hier am Standort Koblenz dann auch neu entwickeln. Und dann bin ich mir sicher, wenn das gelingt, werden wir gemeinsam auch mit Wirtschaftsunternehmen, die hier am Standort hohes Interesse haben an dieser Universität, gemeinsam mit der Region, die ebenfalls ein hohes Interesse daran hat, hier gut vorankommen in dieser Frage. Ja, Langner, nun ist die Festung wieder offen, die Seilbahn fährt wieder. Apropos Seilbahn, hatten Sie da einen Schock, als Sie die Nachricht aus Italien vor einigen Tagen gehört haben von dem schrecklichen Seilbahnunglück? Denkt man da sofort an die heimische Seilbahn und was hier in Koblenz passieren könnte? Ja, natürlich denkt man dann immer auch an die heimische Seilbahn. Ich habe mit Herrn Nicksch von der Seilbahn auch drüber gesprochen. Und das, was dort ja in Italien passiert ist, ist einfach grob fahrlässig, dass Menschen dort ja im Grunde genommen eine Bahn ja manipuliert haben, damit sie mehr Fahrgäste aufnehmen kann, schneller laufen kann. Ich glaube, da sind wir hier in Koblenz in sehr, sehr guten Händen. Das kann in Koblenz und das wird in Koblenz nicht passieren. Und da werden alle Sicherheitsstandards auch entsprechend eingehalten. Also da bin ich sehr froh darüber, dass wir einen verlässlichen Partner haben und man mit gutem Gefühl auch in Koblenz weiterhin Seilbahn fahren kann. Dann bleiben noch zwei wichtige Themen. Wo feiern Sie die EM? Wo verbringen Sie die EM? Stichwort Public Viewing eingeschränkt in Koblenz. Wo guckt der OB Fußball? Also ich glaube, heute Abend werde ich das auf der heimischen Couch tun, ohne große Gesellschaft um mich herum, weil ich vorher noch einen Termin habe und es nicht mehr schaffe, da ins EM-Fieber zu kommen. Am Samstag muss ich mal gucken, da ist ein bisschen mehr Freizeit für mich vorhanden und da hoffe ich, dass ich das vielleicht auch mit ein paar guten Freunden dann gucken kann. Super. Und dann bleibt der Sommerurlaub. Ich meine, Sie haben ja noch, haben Sie eben gesagt, einiges an Terminen. Im August ist, glaube ich, Zeit für den Sommerurlaub. Wo geht's denn hin? Können wir das schon erfahren oder ist das ein Geheimnis? Das ist weder ein Geheimnis, noch können Sie es erfahren. Ich weiß es selber noch nicht. Es ist wirklich noch nichts geplant. Aufgrund der Pandemielage hatte ich da einfach den Kopf dieses Jahr noch nicht so frei. Und wir sind noch am Überlegen, was man machen kann. Aber ich denke mal, so ein paar Tage zumindest mal weg und raus, das tut auch mir ganz gut. Sie waren neulich in Dänemark, glaube ich, ne? Wie war es da? Ist das ein Tipp? Letztes Jahr Dänemark, das war sehr schön. Das ist so sozusagen das Urlaubsland meiner Kindheit bereits. Also das ist immer so ein Land, wo ich immer auch spontan hinfahren kann. Vielleicht auch dieses Jahr mal gucken. Super, das war unser kurzer Rundruf und sozusagen Faktencheck durch die Themen derzeit in Koblenz. Wenn noch irgendwas Gravierendes passiert, natürlich jetzt im Sommer, schalten wir uns wieder zusammen. Ansonsten nach dem Sommer wieder. Ne? Einen schönen Sommer, Herr Langner, und wollen wir hoffen, dass die positiven Nachrichten auch beim nächsten Mal so zahlreich sind wie in diesem kurzen Regio-Chat. Ja, vielen Dank, Herr Schmellenkamp, Ihnen auch und den Zuschauerinnen und Zuschauern. Alles Gute. Dankeschön ins Rathaus. Das war's für heute im Regio-Chat. Vielen Dank für Ihr Interesse.